Einen herzlichen Willkommensgruß hier im Schlosshof in Hörlingen mit einem drei kräftigen Nari! 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 Ich darf Sie heute Abend hier im Schlosshof zu Hörlingen zum Brauchtumsabend recht herzlich begrüßen. Die Putzenzunft Hörlingen freut sich, dass sich so viele bereit gemacht haben, hier in Hörlingen zu Gast zu sein. Ich möchte auch noch ein paar Gäste namentlich begrüßen. Vor allen Dingen möchte ich begrüßen unseren Bürgermeister Herrn Wild mit seiner Frau, den Schlossherrn in den Tagen. Herr Wild, recht herzlich willkommen. Ich begrüße den Schriftführer der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, den Markus Diebold. Markus, sei uns recht herzlich willkommen. Ich begrüße ebenso unseren Landschaftsvertreter René Schatz mit seiner Frau Barbe und die Stellvertreterin, die Miriam Nisch aus Heigerloch. Herzlich willkommen in Hörlingen. Natürlich auch ein Dankeschön und ein herzliches Willkommen an unseren Musikverein aus Hörlingen, der mit dem Hörlinger Narrenmarsch hier einmarschiert ist. Und natürlich begrüße ich die eigene Zunft mit dem Fanfarenzug unter Matthias Kurz und unsere drei Vorstände Bernd Wetzel, Gerold Kurz und Philipp Rössler. Und der sagt nun Folgendes. So, ich als Bild habe die Aufgabe, den Hörlinger Phasenspruch hier vorzutragen. Und der lautet so. Mag Fährstuf, ihr liebe Leid, jetzt ist wieder Phasensee. Jetzt geht's wieder los im Flecker, Putzenspringer. Nee, den Necker. Das Geld, das brauchen wir jetzt nicht mehr sparen. Und der wird wieder aus der Haut losfahren. Putzerelle springen wieder. Der Steff, der Karl und der Frieder gehen ins Wietshaus nebenan und gucken wieder putzen. Mädchen den sich auch als Männer, Buben und als Altigen. Jeder will was anderes sein. Alles fühlt sich froh und frei. Zum Schwätzchen. Da lupft so am Zang, da bin auch der Alte wieder rum. Drum hat Fährstoff, ihr liebe Leid, jetzt ist wieder Fastnetzzeit. Marie! Na hoch! Marie! Na hoch! Marie! Na hoch! Ja, Schell darf nicht fehlen, es ist natürlich immer, man schellt ja auch Ei, aber zu dem Ei-Scheller kommen wir dann nachher noch. Ich würde jetzt bitten, dass unser Fanfarenzug nochmal kurz geschwind ein Stückchen spielt und dann seht Sie den Putzetanz unserer Putzen und Zuteilen. Thank you.
Thank you.
gingen mit einem dreikräftigen Nari. 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 Und natürlich den Zunftmeister Ralf Eberhardt. Ralf, ihr seid ja letztes Jahr Ausrichter des Landschaftstreffen Neckaralb gewesen. Und ich denke, heute bist du entspannter wie letztes Jahr um die Zeit, oder? Ja, das ist echt schön, heute in Hörnigen zu sein. Natürlich bin ich entspannter, ganz klar. Ich denke, unsere Vorstände sind nicht so ganz entspannt, aber doch, ich denke schon, Daumen hoch heißt immer gut. Die Butzenzucht aus Kiebingen, die wurde 1968 gegründet. Wir, die Butzenzunft Hörlingen, die sind dann 6 Jahre früher, 1962, gegründet worden und durften dann in Kiebingen die Patenzunft sein. Und die sind wir auch bis heute sehr gerne. Wir pflegen unsere Freundschaft schon seit Jahrzehnten und wir sind auch immer füreinander da. Das haben wir gestern Abend wieder gemerkt. Wir bedanken uns nochmal recht herzlich bei der Butzenzunft für ihren Einsatz. Die haben bei uns in der Halle die komplette Bewirtung geschmissen. Vielen, vielen Dank an euch, Kiebinger. Natürlich ist es auch so, dass die Kiebinger Butzen, wie auch die Hörlinger Butzen, hier bei uns in der Region eine weit verbreitete Fasnetzmaske darstellt. Und wenn man jetzt so überlegt, Butzen, wo kommt das jetzt her? Das kommt natürlich aus dem Wort von Verputzen, hat aber nichts mit der Gipser zu tun, sondern einfach vom Vermaschkrögau und so weiter. Diese Butzengestalten selber, die ziehen sich durch von Kiebingen über Hörlingen. Es gibt in Biesingen, es gibt in Großelfingen, es gibt auch noch in der ganzen, im ganzen südwestdeutschen Raum gibt es Butzen. Natürlich hat der Kiebinger Butz eine ganz besondere Gestalt ist der Kiebinger Butz mit seinem Flecklishäs. Und da kann man auch sagen, diese Fleckle hier beim Kiebinger Butz, die sind alle von Hand aufgenäht worden. Also das ist ein Mordsgeschäft, so ein Häs herzustellen, und wegen dem ist auch jeder, der drunter ist und das Häs tragen darf, sehr stolz darauf. Ein sehr großer Brauch in Kiebingen ist natürlich auch das Maschkrögau. Das wird nirgends so gepflegt wie bei unseren Freunden in Kiebingen, und ich habe es auch schon ein paar Mal miterleben dürfen, und es ist für mich am Rosenmontag immer wieder eine sehr, sehr schöne Sache, wenn man so sieht, wie viele Gruppen, wie viele Maschkrögruppen in Kiebingen unterwegs sind und auch wie viele Maschkröhäuser noch in Kiebingen aufmachen. Und da gibt es natürlich auch immer einen sehr guten Must. Und ich hoffe, dass das noch lange, lange in Kiebingen zur Tradition bleibt. Und da sagt es der Ralf auch noch schön was. Mein Bruder sagt immer, wenn alles zumacht, machen wir alles auf. Das ist gut, wenn alles zumacht, machen wir das andere auf. So, ich möchte nun Ihnen ankündigen den Butzenzanz unserer Patenzunft, der Butzenzunft aus Kiebingen, gespielt durch unseren Musikverein Hörlingen. Viel Spaß! Thank you.
ein herzliches Willkommen an unsere Schweizer Freunde aus Siebnen mit einem dreikräftigen Harry. Harry! Harry! Und natürlich mit einem Rölli, Rölli, Super Knölli! Noch einmal! Rölli, Rölli, Super Knölli! Ich möchte natürlich nicht versäumen, noch ein paar Worte dann zu der Zunft aus Siebnen zu sagen. Zuerst einmal begrüße ich natürlich die gesamte Zunft unter ihrem Zunftmeister Reto Waldmann. Reto, sei uns recht herzlich hier in Hürdingen willkommen. Ich denke, du sagst auch noch ein paar Worte. Hallo zusammen, ich wünsche euch viel Vergnügen bei uns im Rallye-Reigen. Danke vielmals. Das ist natürlich eine super Sache. Schwitterisch kompakt. Die Zunft aus Siebnen wurde bereits im Jahre 1933 gegründet. Ich möchte zu den Einschallern, die sich hier lautstark angekündigt haben, noch ein paar Worte verlieren. Und zwar dieser Einschaller, vielleicht können Sie sich einer mal erheben. Ich sage jetzt einfach mal bei ihm, wenn es möglich wäre. Genau. Also, er trägt hier die zwei genau. Das heißt, es ist ein bisschen schwierig zum Aussprechen. Es ist ein Holzjoch mit zwei Treicheln. Das ist ein schweizerdeutsches Wort für Viehkuhglocke. Genau. Scheller. Einfach Scheller. Genau. Mit verzierten Riemen, das sieht man auch hier. Gell? Und diese Kuhglocke selber, die sind also bis zu 23 Kilo schwer. Also das heißt, wenn so einer ein Umzug gelaufen ist, dann weiß er hinter drei auch, was er dauert. Gell? Also das ist nicht ganz so einfach. Dazu trägt er ein weißes Herdhemd mit verschiedenen Verzierungen und eine dunkle Hose. Einschaller gibt es verschiedene historische Hinterlegungen. Es besagt, dass diese lauten Klänge der Glocken den Winter, die Wintergeister vertreiben sollen. Und zu der Einschallergruppe selber gehören meistens auch noch die, wie heißt man, Geislerklöpfer, und den habt ihr ja auch vorher gesehen, den Geislerklöpfer, die haben einen dabei, und das ist die Gruppe der Einschaller. Die vier Fasnitzfiguren der Siebener Rallye-Zunft bestehen auch noch aus dem Rallye. Genau, da seht ihr den Rallye, dann der Fossli. Dann nehmen wir das Domino. Das sind jetzt alle Figuren der Siebner Zunft. Wir bedanken uns natürlich, dass ihr den weiten Weg hier zu uns nach Hürdingen gemacht habt. Wir waren ja letztes Jahr auch bei euch in der Schweiz. Und die Hauptversammlung der Vereinigung Schwäbisch-Alemännischer Narrenzünfte hat dieses Mal auch zum ersten Mal in der Schweiz stattgefunden, bei unseren Freunden in Willisau. Und nun kommt der Rallye-Reigen, der Siebner, und dazu wünsche ich viel Vergnügen.
Ja, meine lieben närrischen Besucher, wir begrüßen hier in Hörlingen recht herzlich die hochehrwürdige Narrenzunft aus Schönberg mit ihrem Zunftmeister Bernhard Fuhrer mit einem dreikräftigen Nari. Nari! Nari! Und Sie sehen hier im Schlosshof der Bolognese, eine ganz besondere Bolognese, wird der Tanz der Schönberger Narren genannt, die weit über die Stadtgrenzen von Schönberg bekannt ist. Ein Schauspiel, bei dem bis zu 600 Hästräger auf dem sogenannten Lalle in Schönberg umherjucken. Und dieser fantastische Tanz wird dreimal im Jahr aufgeführt. Wenn Sie mal Zeit haben, dann gehen Sie über die närrischen Tage einmal nach Schönberg und bewundern dieses großartige Schauspiel, wo die Schönberger Narren hier vorführen. Und nun recht herzlichen Dank an die Schönberger, dass sie heute so eindrucksvoll hier bei uns in Hörlingen zu Gast sind. Worte verlieren, und zwar die Hauptfiguren der Schönberger Phase sind der Franzennarr und der Fuchsbadel. Natürlich gibt es auch noch weitere Figuren, und zwar den Plätzle und Warz. Einzelfiguren sind der Weiße und der Schwarze Husar. Die sind verantwortlich für den richtigen Rhythmus beim Bolognese und sollen auch bei den Umzügen die Ordnung halten. Sie haben auch ihren Halbschwarzen dabei und den Harzer. Der Harzer, das ist das heute älteste und bekannte, noch erhaltene Phasenzelt in Schönberg. Einen besonderen Stellenwert in Schönberg haben auch die sogenannten Zwanziger. Es ist wie bei uns in Hörlingen der Hammeltanzjahrgang, der jedes Jahr im Hammeltanz bei der Kirche aufführt. So ist es auch in Schönberg. Der Jahrgang der 20-Jährigen, der sogenannten Rekrutenjahrgang. Und die haben dann in Schönberg das letzte Mal, bevor sie zum Militär einberufen wurden, richtig auf den Fuß gehauen. Ich wünsche Ihnen nun noch einmal recht schöne Eindrücke mit der Narrenzunft aus Schönberg und bedanke mich noch einmal recht herzlich für das grandiose Auftreten und wünsche allen Schönbergern hier in Hörlingen schöne, närrische, ereignisreiche Tage. Auf die Schönberger Narren ein dreikräftiges Nari! Nari! Nari!
Zuschauer, ihr habt euch wahrscheinlich gewundert, warum jetzt die Schimberger Narren und die Fuchsbadel noch zum Schluss getanzt haben. In Schimberg ist das so der Brauch. Und zwar, habe ich mir gerade sagen lassen, ist das sogenannte, wenn man das sagen, Judenlied oder wie man das sagt. Gell? Und das machen sie normalerweise außerhalb von Schimberg nicht. Und dem ist es eine besondere Ehre, dass sie das heute hier in Hörlingen noch vorgeführt haben. Ein recht herzliches Dankeschön und einen riesen Applaus für unsere Freunde aus Schimberg. Und an Jutzka hinter drei. Drei kräftige Nein!